Moin, sind Leute, ganz Let's Play Forager. Ich wollte jetzt mal die Blumenpresse positionieren. Komm, stellen wir mal dahin. Das ist sowieso alles unordentlich und undurchgängig und so. Was kann das Ding? Was mache ich damit? Lava. Landfüllung? Sand? Oh mein Gott, ist das geil! Das ist praktisch! Gut, dass ich das gemacht habe. Wollen wir mal bunnen? Ich brauche Glas, das geht nicht mehr, weil ich brauche ja sowieso nur 50 Glas für das Baubundle. Apropos Bundle, ne? Ich kann jetzt das erste Mal ein Bundle komplett abschließen. Sandwich! Das ist nämlich fertig. Kuchen. So, wo waren wir? Schnittchen? Meisterkoch. Schön. Und ich brauche schon wieder einen verfickten Schlüssel. Fick dich doch einfach. Warum kann man mir da nicht einfach eine normale Truhe hinstellen, die nicht verschlossen ist oder irgendwie sonstiges? Kann ich einen Schlüssel? Mir fehlt das Gold. Ja, war klar. Also, jetzt haben wir aber hier mal gerade den Terz durch. So, gib mir Geld. Jetzt will ich vielleicht ein paar Nuggets kloppen, damit ich mir noch mehr Geld besorgen kann. Gucken wir erstmal, was der alte Mann uns da in die Truhe. Oder alte Frau, keine Ahnung. Ja. Ich würde das hier gerne öffnen, ne? Willst mich komplett verarschen, Junge? Ey, komm, das ist doch jetzt ein Bug, oder was? Kochen! Nein! Alter, willst du mich komplett verarschen? Nee. Fick dich. Nee. Ja, würde ich ja gerne. Ich komme nicht an meine Belohnung ran, ist das Problem. Das ist doch scheiße jetzt. Super tolle Belohnung, Alter. Ich belohne mich gleich, indem ich mir ein Ersatzpaar an Zähnen besorge. Von dem Knaben da vorne. Ey, das ist doch jetzt nicht sein fucking Ernst. Gut. Keine Truhe für uns. Geblockt, ne? So. Sicherheitshalber. Also bestimmt so ein Dungeon wie der Wüsten-Dungeon. Schädellabyrinth. Oh, fucking Labyrinth, dein Ernst. Ach so, die kann ich entfachen. Muss ich sie auch entfachen? Oder so eine magische Laterne ab. Ich glaube, ich muss tatsächlich alle Dingsies sammeln. Machen. Könnte ich mir vorstellen. Oh, 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 oh. Ja, ich habe gerade gesehen. Ist in einem Labyrinth und Dungeon-Gedöns nicht unbedingt die. Der beste Ort. So, hier die Truhe habe ich gesehen. Eins. Ich bin der mächtige Shovel Knight. Moment, oben war ich schon, oder? Oh, fuck, es fängt an. ja, ich habe halt Orientierung Toastbrot. Das heißt, ich weiß halt nie, wo ich war oder bin. Aber das war jetzt gar nicht mal so verkehrt. So, das bitte anmachen. Oder sind halt nur da, um mir Orientierung zu geben. Ich weiß es nicht. Was ist denn hier ganz oben? Knochenbruder. Ja, dann gehe ich nochmal zurück, weil da ist nochmal eine Fackel. Einfach nur, damit ich das weiß. Mich wohler fühle. Was habe ich hier? Oh, eine Fackel. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, wie wir uns schlagen, aber ich glaube, wir machen es gar nicht mal so schlecht. Da ist ein Dead End.
Oh, da will ich wahrscheinlich rein. Anscheinend schon mal. Jetzt bin ich verwirrt. Hier war ich offensichtlich nicht. Genau, ich bin unten lang gegangen. Dann gehen wir erstmal hier oben lang. Komm mal her, Kollege. Da ist auch Dead End. Ist nicht so schlimm. Warte, das Schlimmste wird nachher sein, den Weg rauszufinden. Das ist die Frage. Ist hier unten was? Gehe ich jetzt hier einmal um Pudding? Ja. Es muss auch solche Um-Pudding-Wege geben. Siehst du, hier ist mal eine Ecke. Du bist hungrig, mitten in einem Kampf. Finde ich ja richtig geil. Da ist ein Freund. Und das ist eine fette Truhe. Das ist ein Dicker. Das sind jetzt ganz viele Glühwürmchen. Guck mal her. Ich bin der Dungeon Brawler. Das sieht fast wie so ein Boss-Ding aus. XP. Geil. Komm her. Boah, da kriege ich doch auch eine Kugel in der Regel, oder? Ach nee, es war nur bei besonderen Gegnern. Okay, was ist das? Wähle einen Segen. Wahnsinn. Verliere ein maximal LP und steige dafür sofort auf 3 Stufen auf. Terminator verliere maximal 1 LP. Erhalte. Shit, das ist jetzt für immer so? Hätte ich vielleicht nicht drücken sollen. Wow, und ich kriege keine Skills dafür. Ah, ich habe die Kackgranaten gehabt. Das ist natürlich jetzt ungeil. Weil sollte ich das nächste Mal irgendwie Glück verkaufen, komme ich Richtung Truhe? Puff. Wie so einen gestängelten Gang, hab so einen Zip gegangen, dann sind wir eigentlich recht nah. Das ist eine kleine Truhe. Das Yoda ist die erste, perfekt. Was ist denn das? Nekrostab, beschwöre Skelette. Cool, und ich brauchte komischerweise keinen Schlüssel. Also, ich finde ich gut, weil ich hatte nämlich schon die Befürchtung, ich muss mal wieder raus und mir einen holen. Also, noch einen machen. Geil. Ja, und hier ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen dieses. Oder? Nee. Ich kann Skelette beschwören. Unendlich, damit ich gegen die fighten kann, oder? Wahrscheinlich, ne? So ein Mob-Spawner ist das. Könnte ich mir vorstellen. Ah, shoot. Ist wieder so ein Dicker. Ich geh jetzt mal hier das kleine Blatt machen. Dafür gibt's nichts außer eine Fackel. Okay, gut. Hätte sein können, dass er nur eine kleine Truhe ist. Oder so ein Feenfreund. Also ich die Möglichkeit bekommen, nochmal so eine fette Kugel zu kriegen. Oh, ficken. 2 habt ihr da reingesteckt. Da ist auch die dicke Truhe, die letzte. Vermute ich mal, dass sie nur 2 drin sind. Dann würde ich mir dann doch lieber ein Herz mehr wünschen. Oh, fickt euch doch. Puh, 2 von den Kakuschinskis. Oh, Junge. Okay. Be good, be cool, be cautious. Oh. Boah, Bitch. Der feige Move hat gesessen. Ja! Das ist richtig, wir haben Truhe. Warte, so zapp.
Wegfinder. Schließ das Schädelrund ab. Schädelsegel. Nur für jene, die das Schädelrund abgeschlossen haben. Perfekt. Herz. Geil. Ja, permanent ETP. Das wird wieder mein drittes Herz. Geil. Jetzt, weil ich... Ja, dann kann... Das ist Mob-Spawner. Ist ja krass. Praktisch-didaktisch. Werde ich wahrscheinlich nicht so oft brauchen. Zumindest noch nicht. Können wir machen. Wo packe ich das schnieke Ding denn hin? Boah, ist alles so zugepflanzt, ne? So unordentlich. Ätzend. Ja, genau, ich mach's einfach dahin. Fertig aus. So, was kann die? Ah, jo, die kann Plaste machen. Flasche. Okay, all Flaschenöl wahrscheinlich. Glasfaser, sehr geil. Der Pfad ist drin, das ist mir schlussendlich, ich will mir das Material angucken. Material, Plaste muss ich davor machen. Zerstörer. 100 große Schädel, Alter. Ficken. Am Arsch. Und den wahrscheinlich nur One-Shot. Und macht mir die ganze Welt kaputt, oder was? Ja, alles klar. Dann würde ich einfach auch an dieser Stelle den Part beenden und mir denken, what the fuck? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch Spaß.